Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Und jetzt ist das Revierderby am Start. Dementsprechend bleibt bitte in den Kommentaren wieder fair. Alles, was Scheiß dies, Scheiß das beinhaltet, hat irgendwie keinen Mehrwert und werde ich rauslöschen. Ansonsten wird es heute auch dazu eine Konferenz geben. Es wurde auch gefragt, ein Einzelspiel, aber ich finde Konferenz immer ein bisschen interessanter. Deswegen steht da natürlich Dortmund-Schalke im Fokus, aber die anderen Spiele am Samstagnachmittag stehen auch noch mit nebenher. Ansonsten stehen hier jetzt Timelinks, wann es auch mit der Konferenz losgeht. Es gibt jetzt nämlich nochmal zwei Trailer, da könnt ihr entscheiden, was ihr gerne sehen möchtet in der Sommerpause. Einmal eine Karriere, einmal die sogenannte Super League, wie sie gegebenenfalls in ein paar Jahren kommen könnte. Und ja, die Trailer kommen dazu. Ihr könnt auch gerne zur Konferenz direkt vorspringen. Würde mich aber freuen, wenn ihr oben in der Infokarte abstimmen würdet, worauf ihr mehr Lust habt. Und ja, dann geht's jetzt los mit den beiden Trailern. Gehen ungefähr 3 Minuten zusammengerechnet und dann, ja, danach die Konferenz. Viel Spaß! Der VfL Bochum möchte wieder zurück ins Fußball-Oberhaus. Und da kommt es doch perfekt. Peter Neururer ist zurück im Ruhrpott. Bei seiner alten Liebe, dem VfL. Nach vielen Jahren in der zweiten Liga ist es Zeit für den Bochumer VfL wieder aufzusteigen. Und der Weg soll dahin gehen, über Dresden. Und Rückschläge werden auch dazukommen. Chancen, die gemacht werden müssen, aber in entscheidender Szene nicht verwandelt werden. Aber wenn der Moment kommt, dann wollen wir da sein. Führen wir den VfL Bochum zurück zu alten Glanz in die erste Bundesliga. Stimmt ab mit der Wahl Nummer 1. Umstritten, kontrovers diskutiert, die Super League bringt zweifelsohne die besten Teams Europas zusammen. Doch folgen auch die Fans die große Frage: gänzliche Abspaltung oder vereint zum vielleicht größten Ruhm? Keine Lückenfüller, jedes Spiel klingt nach Champions League Finale. Finesse, Abschlüsse, Kampf, Wille und Leidenschaft. Bayern München, Barcelona. Dortmund, Liverpool. Es messen sich die Besten der Besten. Wer setzt sich durch im Kampf der Allergrößten? Paris, Juve und viele mehr. Die Super League, Wahl Nummer 2. Oben in der Infokarte. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Konferenz des 31. Spieltages. Eine ganz besondere, aber das wissen Sie vermutlich. Wir beginnen hier einmal in Leipzig. Der SC Freiburg ist zu Gast. Für Leipzig sollen die letzten Punkte eingefahren werden, um die Champions League Qualifikation zu schaffen. Für Freiburg geht es darum, sich nochmal zu präsentieren, aber jetzt dahin, wo wir alle hinschauen. Und das ist natürlich der Signal Iduna Park oder das Westfalenstadion für alle Traditionalisten. Im Hinspiel war der BVB klar dominant, aber wir erinnern uns an das Spiel aus der letzten Saison hier in Dortmund. Ein 4:4, das denkwürdig war, aber wir schauen auch mal weiter
nach Frankfurt. Und hier ist die Hertha aus Berlin zu Gast. Schauen wir kurz gemeinsam auf die Aufstellung der Gastgeber. Frankfurt möchte unbedingt in die Champions League über die Europa League oder auch die Bundesliga. Heute soll ein Sieg her gegen schwächelnde Herthaner. Wir schauen nach Hannover. Ja, und hier könnte an diesem Wochenende bereits der Abstieg feststehen. Zu Gast ist der 1. FSV Mainz 05. Die konnten sich mit dem 3:1 gegen Düsseldorf die Klasse bereits frühzeitig erhalten. Wir sind gespannt, ob das hier eine offene Partie wird, ob Hannover sich nochmal gut reinhaut. Wir beginnen aber in Düsseldorf, da ist Bremen zu Gast. Hier sind wir auch am weitesten, der Anpfiff steht unmittelbar bevor Dodi Luke Bacchio in den roten Trikots heute, die Düsseldorfer, klassisch also, haben den Anstoß. Und Luke Bacchio führt ihn jetzt aus, von links nach rechts die Düsseldorfer und die Bremer dementsprechend in grün-weiß von rechts nach links. Wir dürfen gespannt sein, ob sich der SV Werder Bremen hier heute eine gute Möglichkeit ausspielt für die Europa League Qualifikation über die Bundesliga. Sie versuchen hier zumindest gleich mal nach vorne zu spielen. Milot Rashica und Max Kruse. Da ist gleich mal die erste Möglichkeit. Michael Rensing muss sich auszeichnen. Düsseldorf spielte letzte Woche ja gegen Mainz auch nicht verkehrt. Da wäre der Punkt absolut denkbar gewesen. Aber am Ende verloren sie. Verschossen noch einen Elfmeter. Dennoch ist das eine überragende Saison der Elf von Friedhelm Funkel. Müssen aber aufpassen, hier nicht den frühen Rückstand zu kassieren. Kruse führt die Ecke kurz aus. Milot Rashica wird nicht richtig angegangen. Rashica legt nochmal raus zu Max Kruse. Davy Klaassen dann. Auch der kann das hier relativ einfach lösen und dann eine richtig starke Möglichkeit. Zum zweiten Mal jetzt schon für den SV Werder Bremen. Wir schauen nach dieser Chance, nach dieser Wiederholung nach Dortmund. Wir sind hier etwas im Verzug. Die Schalker Fans haben noch im Block etwas Silvester gefeiert. Sei ihnen an so einem Nachmittag mal gestattet. Für den BVB, klar, ist es wichtig hier den nächsten Dreier einzufahren. Überhaupt, dass es dieses Derby ist, aber es geht um nichts anderes als die Meisterschaft. Starker Ball jetzt in die Spitze zu Marco Reus. Und der trifft direkt mal das Aluminium. Starke Möglichkeit. Klar, der BVB hier spielbestimmt, der FC Schalke auf Schadensbegrenzung aus. Und wenn man ehrlich ist, dürften die Königsblauen auch froh sein, wenn es hier nach 90 Minuten 0:0 steht. Aber es legt ihnen hier nicht unbedingt einer zu Füßen. Auf dem Silbertablett serviert hier schon mal gar nicht. Es ist für den BVB eben eine entscheidende Partie in dieser Meisterschaft. Für Schalke geht es rechnerisch noch gegen den Abstieg. Aber schauen wir uns Stuttgart, Nürnberg und Hannover an. Das sieht nicht wirklich gefährlich aus für die Knappen. Jetzt aber endlich auch mal eine Offensivbemühung der Schalker. Ist doch ganz vernünftig, dass die Flanke. Burgstaller bekommt den Ball aber nicht unter Kontrolle und somit keine wirkliche Gefahr. Es ist herrliches Wetter hier im Westfalenstadion, keine Frage. Die Sonne lacht aktuell in Dortmund besonders doll. Und nun der FC Schalke im Strafraum, also mit der nächsten Aktion. Da ist Guido Burgstaller und jetzt auch die erste gute Möglichkeit für Schalke. Das sieht doch hier mal nach einem vernünftigen Derby aus in der Anfangsviertelstunde. Auf beiden Seiten haben wir jetzt eine Chance gesehen. Aber es wird ja auch noch woanders gespielt. Wir wechseln die Spielstätte. Hier in Frankfurt geht es um die Champions League. Wie bereits angesprochen, ist es hier die Riesenmöglichkeit für Danny da Costa gerade, das 1:0 erzielen zu können. Dann aber ist es geklärt. Jahrstein schmeißt sich rein, Lecky klärt dann. Aber auch die Hertha hatte gerade schon eine richtig dicke Möglichkeit. Vedat Ibisevic trifft aber Kevin Trapp nur an der Hüfte. Sehr unplatziert dieser Kopfstoß. Und dann schauen wir auf diesen Eckstoß von der linken Seite. Matthew Lecky kann ihn aber klären. Es ist bislang eine ausgeglichene Partie, eben mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Und dann schauen wir jetzt mal noch eine Station weiter.
sind in Leipzig, wo der SC Freiburg gerade mal nach vorne zur Entfaltung kommen möchte. Aber das hat bislang noch nicht ganz so gut geklappt. 22 Minuten hier etwa von der Uhr und RB Leipzig tut sich schwer gegen defensiv sehr stark agierende Freiburger. Marcel Sabitzer jetzt mal mit dem Ball zu Timo Werner, der verlängert mit der Hacke. Alstenberg, Timo Werner. Aber Sie sehen das, das ist wirklich schwer, da durchzukommen. Mit 6 Mann stehen die da im Strafraum. Jetzt war Paulsen bei diesem Schuss dazwischen, entschärft den Ball von Timo Werner dadurch ein wenig. So, 25 Minuten, langsam könnte mal der ein oder andere Treffer fallen. Wir versuchen unser Glück in Hannover. Hannover war eben schon kurz davor und jetzt kommen sie wieder. Hendrik Weidand zu Maina und da ist Marvin Bakkerlords. 1:0 für Hannover, da ist doch das Tor. 26. Spielminute, die Führung für die Niedersachsen. Und sind wir mal ehrlich, so wie sich die Tabelle unten darstellt, wäre selbst für Hannover noch was denkbar. Dazu müssten sie heute aber Mainz natürlich schlagen. 1:0 also, Tor in Dortmund. Hier in Hannover und jetzt der Treffer im Revierderby. Da schauen wir aber mal postwendend hin. Die Führung für den BVB. Rafael Guerreiro mit dem sensationellen 1:0. Ein richtig tolles Tor, das man sich im Derby mal anschauen kann. Jadon Sancho wird nicht attackiert, die Schalker zu passiv und dann dieser Abschluss oben rechts rein. Nübel kann fliegen, wie er möchte. Aber so frei darf der Portugiese hier natürlich auch nicht zum Schuss kommen. Der BVB führt mit 1:0. Verdient durchaus, aber wir haben auch gesehen, Schalke hatte die Chance ebenfalls zum 1:0. Sie haben den Ball nicht über die Linie gebracht, ist eben auch das Spielpech in einer gewissen Weise. Trotzdem, das war wieder relativ schwach verteidigt. Sonst ist es relativ ausgeglichen. Tatsächlich macht Schalke hier auch was für die Offensive. Und hier sind sie. Burgstaller und dann der Schuss von Breel Donald Embolo in die Arme von Roman Bürki. Wir haben also jetzt schon 2 Tore in der Konferenz gesehen. Hat aber auch etwas auf sich warten lassen. Halbe Stunde gespielt, 5 Spiele und 2 Tore. Also da ist noch Luft nach oben. Der BVB möchte gleich nachlegen. Sancho verliert aber den Ball an Nastasic und Weston McKennie haut den Ball dann erstmal raus. 33 Minuten von der Uhr. Wir schauen mal weiter. Und zwar nach Düsseldorf. Werder Bremen ist hier ja zu Gast. Haben zu Beginn schon sehr gute Möglichkeiten gesehen. Und auch hier ging es dann erstmal besser weiter für die Gäste von Werder Bremen. Rensing musste sich schon das ein oder andere Mal beweisen. Und 10 Minuten vor der Pause ist es aus Düsseldorfer Sicht noch etwas glücklich, dass es hier torlos 0:0 steht. Bremen macht das Frankfurt sehr gut in der Defensive. Und jetzt schauen wir den Treffer in Frankfurt. Die Gäste führen hier. Vedat Ibisevic mit dem 1:0 hatte ja noch vorhin die Riesenmöglichkeit per Kopf zum Führungstreffer, aber jetzt hat er es gemacht, auch per Kopf. Etwas besser platziert nun. Flanke von der linken Seite und dann steigt er da nicht mal so richtig hoch, setzt sich aber gegen Mijat Gacinovic gut durch. Trapp ist auch noch dran mit der rechten Flosse, kriegt ihn aber nicht mehr rausgeklärt. Da ist die Zuteilung auch nicht optimal, wenn Mijat Gacinovic da mit dem kopfballstarken Ibisevic mitgehen muss. Aber durch Fehler fallen Tore. Einmal 3 Euro ins Phrasenschwein. Es steht 0:1 für Frankfurt. Eventuell der nächste Rückschlag nach dem 1:1 gegen Wolfsburg. Was man aber in dieser Saison einfach über diese Frankfurter nicht sagen kann. Das ist überragend, was sie spielen. Trotzdem möchte man bestenfalls über die Bundesliga die Champions League Qualifikation ermöglichen. Aber Hertha macht das nach ernüchternden Wochen in den letzten Spielen hier richtig gut. 5 Minuten noch bis zum Pausenpfiff. Lecky mit der missglückten Flanke. Wir schauen nochmal nach Dortmund. Guerreiro hatte hier eben die Möglichkeit zu erhöhen. Richtig starke Chance, aber die Parade von Nübel auch richtig gut gemacht.
Eben noch 5 Minuten bis zum Pausenpfiff. Guerrero ist das hier schon wieder. Sie setzen sich hier gerade am Strafraum fest. Der Pfostenschuss und dann erstmal geklärt. Riesiger Druck gerade für Schalke. Die müssen aufpassen, dass ihnen das hier komplett noch aus der Kontrolle gerät. Ein Treffer ist ja immer aufzuholen. Marco Reus gegen Freiburg wieder brilliert. Jetzt zu Jadon Sancho und 2:0. 44. Spielminute, der FC Schalke 04 erlebt hier einen Albtraum kurz vor der Pause und das dürfte Tor jetzt in Leipzig richtig schwierig werden. Wir schauen gleich nach Leipzig zum Treffer, aber blicken hier nochmal detailliert drauf. Der Ball von Marco Reus zu einfach, dann ist Sancho zu frei und er hat die Qualität, von übel kalt zu bleiben. 2:0 also für den BVB kurz vorm Pausenpfiff und jetzt der Treffer in Leipzig. Konter der Roten Bullen und Timo Werner bleibt dann kalt vor Alexander Schwolo, dreht sich noch einmal kurz ein, hat dann den etwas besseren Winkel, weil Schwolo sich dem Laufweg entsprechend orientiert und so steht es dann auch hier in der 44. Spielminute. Führung für die Gastgeber, 1:0 hier nur. Freiburg eben in der Defensive sehr gut, nach vorne noch etwas gewöhnungsbedürftig oder verbesserungswürdig zumindest. Dann ist ja auch gleich Halbzeit. Wir schauen auch nochmal in den Signal Iduna Park, wenn sich hier nichts mehr tut. Das geht hier jetzt mit dieser 1:0-Führung in die Pause nach Dortmund. Minute Nachspielzeit ist noch drauf, aber die verstreicht dann auch so langsam. Also für den BVB sieht hier alles sehr gut nach Derby-Sieg aus. Ein 2:0 der souveränen Art und Weise. Zwischendurch mussten sie aufpassen, dass Schalke nicht zuschlägt. Aber jetzt sind hier alle zufrieden. Guerrero hatte es mit seinem 1:0 per wunderbaren Linksschuss eröffnet. Jadon Sancho mit dem 2:0 kurz vor der Pause. Also 45 Minuten hier in der Konferenz sind rum. In den zweiten 45 wird sicherlich noch etwas torreicher. Jo, hier seht ihr einmal im Überblick die Halbzeitergebnisse. Wenn es euch gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten, ja, wie immer, vielen Dank fürs Reinschalten. Es geht jetzt weiter mit der zweiten Hälfte und bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Zurück in der Konferenz und wir schauen nochmal das 1:0 durch Marvin Bakkerlords und vielleicht wirklich die Hoffnung nochmal für Hannover 96. Ist ja kaum zu glauben, aber eben in dieser Liga punktetechnisch noch möglich, auch mit 14 Punkten, pardon, 15 Punkten, sie haben ja gegen Hertha einen mitnehmen können, nach 30 Spielen. Also Hannover stand jetzt 18 Punkte und das hat Sandro Schwarz gar nicht gefallen, dafür kommt jetzt auch Uja rein im Tausch für Karim Onisivo, der war nicht wirklich auffällig und jetzt versuchen sie hier gleich mal vorne was zu bewegen. Danny Latzer mit dem Kopfball, aber kein Problem für Michael Esser, der das Spiel wieder schnell macht, aber der Ball kommt postwendend zurück. Anthony Uja verliert den Ball aber an Marvin Bakkerlords. Es ist eben für Mainz alles gelaufen. Der Druck fiel ab letzte Woche. Das hat man gemerkt in den ersten 45 Minuten. Trotzdem kann man hier gegen den Tabellenletzten nochmal ein bisschen mehr leisten. Aus Scholleck steht hier jetzt im Abseits und dann schauen wir erstmal wieder nach Dortmund. Wo in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs der BVB gleich alles klar machen möchte, denn bei aller Liebe, das 3:0 gegen Schalke in dieser Verfassung wäre die Entscheidung. Götze zu Christian Pulisic, Reus zu Axel Witzel, 3:0 und da ist es wohl. 55. Spielminute, Reus mit der nächsten Vorlage. Ja, und da kann man als Schalke jetzt nur noch die Augen zudrücken. Es sollte natürlich nicht im Debakel enden. Aber das 3:0 hatte sich jetzt eben im zweiten Durchgang in den ersten 5 Minuten auch schon angedeutet. Komfortable Position für die Gastgeber. Wir schauen weiter nach Düsseldorf. Bremen am ersten Durchgang schon richtig stark und jetzt kommen sie schon wieder. Eggestein steckt durch zu Milot Rashica und 0:1. 57. Minute, Bremen mit der Führung, hochverdient und wir kommen zum passenden Zeitpunkt.
Wird natürlich nochmal überprüft. Abseitssituation im Abspielmoment von Eggestein zu Rashica. Nee, war schon alles richtig so. Alles richtig, sieht man auch in dieser Einstellung ganz gut. Der perfekte Moment. Und so führen hier die Gäste mit 1:0. Rensing ohne Chance. Und jetzt schauen wir noch eine Station weiter. Nach Frankfurt. Wo die Gäste ebenfalls mit 1:0 führen. Nach wie vor seit der 36. Spielminute. Und Frankfurt, die beißen sich jetzt hier mehr und mehr rein. Wollen den Ausgleich unbedingt erzielen. Aber Klünter kann den Ball erstmal klären. Und nun die Möglichkeit zum Konter, aber Hertha Tor in Hannover. Sieht auch nicht so richtig interessiert dran aus. Und jetzt nach Hannover zum Tor. Der Ausgleich, 59. Minute. Sandro Schwarz wollte Veränderung im zweiten Durchgang. Sandro Schwarz bekommt die Veränderung im zweiten Durchgang. Eckball von der linken Seite. Bakalorz und Anton kommen da im Kopfballduell gegen Jean-Philippe Mateta nicht mit. Hat ja auch die Entscheidung gegen Mainz erzielt. Hier steht es also nun Remis und wir gucken nach Leipzig. Gab gerade einige Wechsel, das wird hier gerade ein bisschen zu einer unangenehmen Angelegenheit für alle Beteiligten. Kein spielerischer Fluss, immer wieder Unterbrechungen, jetzt die nächste Ecke und der nächste Wechsel auch. Emil Smith-Rowe kommt rein für Marcel Halstenberg, soll jetzt die linke Seite beackern. Ich weiß nicht, ob Halstenberg da ein bisschen humpelt im Hintergrund, aber ansonsten erschließt sich mir dieser Wechsel nicht wirklich. Eckball von Forsberg, Ibrahima Konaté und 2:0. So geht's dann eben auch. Spielerisch für Leipzig hier kaum etwas zu holen, weil Freiburg richtig stark zerstört. Das ist im positiven Sinne wirklich gemeint, aber dann muss man die Standards eben auch gut verteidigen können. Konaté stärkt er höher als alle anderen, macht hier das 2:0 per Kopf. Ja, und das könnte es wohl schon gewesen sein. Wir wollen Freiburg nicht abschreiben, aber das könnte jetzt echt schwer werden. Wir gucken nach Dortmund. Schalke bemüht sich jetzt hier eine Balance herzustellen zwischen Defensive und Offensive, aber das ist nicht unbedingt einfach, weil der BVB exakt das Gleiche tut und dadurch neutralisieren sich die beiden Mannschaften, wie man das immer so schön zu sagen pflegt. Aber das 3:0, klar, für Schalke eine mittlere Katastrophe, aber ehrlich gesagt ein bisschen gerechnet oder befürchtet aus Schalker Sicht hatte man das. Vermutlich schon. Paco Alcacer kommt jetzt auch noch rein. Götze geht. Doppelter Wechsel auch bei Schalke. Harit und Bojelab sollen es richten. McKenny und Suat Serda verlassen dafür den Platz. Ja, das dürfte jetzt hier knapp 25 Minuten ein Schaulaufen werden für alle auf dem Rasen. 22 Mann sind ja noch alle auf dem Feld. Ist nicht wirklich unfair. Ein sehr faires Derby. Immer wieder kleinere Nicklichkeiten, aber nichts wirklich Unsportliches. Nächster Wechsel, der Hut für Marco Reus. Ja, der holt sich den Applaus ab, den hat er sich verdient. 2:0, 3:0 vorgelegt. Hätte vielleicht diesen Freistoß hier auch noch schießen können. Tor in Düsseldorf. Noch ein Auge drauf und dann gehen wir nach Düsseldorf zum Treffer. Der Ausgleich, 1:1. Düsseldorf wie aufgeweckt, wie wachgeküsst nach dem Rückstand und Kevin Stöger macht das eiskalt. Läuft über die komplette Hälfte von Werder Bremen, da haben sie nicht gut verteidigt in der Bewegung nach vorne, verlieren sie dann den Ball und dann ging es postwendend. Stöger hat die Chance in die Mitte zu spielen, macht es selber ins kurze Eck und so steht es hier 20 Minuten vor dem Ende 1:1. Kruse geht runter, dafür Martin Harnik jetzt neu in der Partie. Kruse hatte ja das 1:0 eingeleitet, hat seinen Job getan, aber hat jetzt in den letzten Minuten auch im Hinblick auf das Spiel unter der Woche gegen Bayern noch die ein oder andere Luft vermissen lassen, was ja eigentlich seine starke Stärke ist, aber was der hier wieder
geackert hat, ist unglaublich. Auf diesem Rasen, bei dieser Hitze, es ist wirklich warm hier in Düsseldorf. So muss er jetzt runter und Hanik nochmal für die letzten Minuten dabei. Hanik, Pizarro kommt nicht durch. Wir schauen nochmal eine Station weiter. Nach Leipzig, wo wir nochmal anstandshalber vorbeigucken. Hier ist eigentlich alles klar und wir warten im Prinzip nur noch darauf, dass Leipzig nachlegt. Ein 2:0, das extrem sicher ist. Freiburg kommt wirklich nur seltenst nach vorne. Es wird auch gut verteidigt in der Dreierkette bei Leipzig. Tor in Frankfurt. Und jetzt Tor in Frankfurt. Das ist deutlich spannender. Der Ausgleich. Luka Jovic macht das Ding. Danny da Costa hat die Übersicht. Und Jovic den Abschluss. Setzt diesen flachen Schuss direkt an den Innenpfosten. Von da geht er über die Linie hinweg. Und nicht zu halten für Rune Jahrstein. Der kann nur hinterher schauen und sich ärgern. 10 Minuten noch knapp auf der Uhr. Die Möglichkeit für Frankfurt, das alles zu drehen. Sie haben jetzt gedrückt. Und somit das 1:1 auch durchaus verdient. Ein Nackenschlag für Hertha. Für die geht es eben noch um die Mittelfeldplatzierung. Bestenfalls in der oberen Tabellenhälfte. Aber das dürfte schwer werden mit diesem 1:1. Sie versuchen es jetzt aber wieder. Sjelbred, Mittelstädt, die Flanke kommt nicht durch. Ibisevic aber zu Selke, auch der kommt nicht durch. David Selke fällt dann der Fuß, der Ball nochmal vor dem Fuß. Aber der geht vorbei und das Tor in Leipzig nehmen wir nochmal mit. 3:0, standesgemäß bringen es die Roten Bullen hier zu Ende und das ist dann die sichere Qualifikation für die Champions League. Wunderbarer Treffer von Timo Werner. Schöner Schlenzer aus knapp 18 Metern. Und dann ist es das hier gewesen. Also Leipzig macht hier alles klar. Und weil es hier alles entschieden ist, gehen wir nochmal wohin. Da ist es noch ein bisschen spannender. Und zwar in Hannover, zumindest ergebnistechnisch ist das eine sehr knappe Angelegenheit. 1:1 nach 83 Spielminuten wäre jetzt auch leistungsgerecht. Die erste Hälfte ging klar an die Hannoveraner. Im zweiten Durchgang dann Mainz mit der Hereinnahme von Uja deutlich formverbessert. Und jetzt haben sie auch das 1:2 schon auf dem Fuß gehabt, aber über die 90 Minuten gesehen wäre das eben auch nicht ganz verdient. Donati zu Mateta auf der rechten Seite aus Scholek verteidigt, aber nicht gut genug. Gilbert nochmal Donati. Und dann schauen wir nochmal eine Station weiter nach Düsseldorf. Offene Partie. Beide wollen hier die 3 Punkte und Eggestein ans Aluminium. 88. Minute. Was für eine Chance für Werder, das wäre es jetzt gewesen. Aber auch Düsseldorf schanzt sich hinten nicht ein. Zimmermann nimmt da Kenan Karaman mit. Karaman kriegt keinen Druck. Karaman mit der Flanke und Suttner mit dem 2:1. Erste Minute der Nachspielzeit. Düsseldorf mit dem späten Führungstreffer. Bitter für Werder. Gerade noch auf der anderen Seite den Aluminiumtreffer hinnehmen müssen. Und jetzt kassieren sie hier den Rückstand in letzter Minute. Pavlenka wird auch noch angeköpft, kriegt den Ball an die Stirn und von da prallt er ins Netz. 2:1 für Düsseldorf. Die Gastgeber vor dem nächsten Heimsieg. Also 2:1 hier nochmal nach Dortmund. Da ist alles klar. Ganz genau, letzte Spielminute. Und für den BVB dürfte das hier erstmal eine große Party werden. Nach dem Spielabpfiff. Und der ist jetzt ertönt. Hochverdient über die 90 Minuten. Gewinnen hier die Schwarz-Gelben. Schalke ist niedergeschlagen. Der Blick muss eben rein rechnerisch weiterhin nach unten gehen. In der ersten Halbzeit haben sie es versäumt auszugleichen, kassierten dann kurz vorm Pausenpfiff das 2:0 und dann war
eigentlich spätestens mit dem 3:0 alles klar. Die Südtribüne ist äußerst zufrieden. Ein unterhaltsames Derby endet hier mit 3:0. Das war's aus der Konferenz. Nach dem 6:0 gegen den VfB Stuttgart konnte der FC Augsburg vermutlich alle Abstiegsängste begraben. Bayer 04 Leverkusen möchte in die Europa League und dazu ist der Dreier hier gegen die Fuggerstädter natürlich Pflicht. Und so spielten sie auch von Beginn an nach vorne. Lucas Alario mit der ersten Schussmöglichkeit. Jauve Leo stellte noch die Pike rein. Einseitig ist hier noch untertrieben. Für diese Partie keine 20 Minuten gespielt und Leverkusen hätte 2:0 führen müssen, aber immer wieder Andi Lute, der dazwischen war und was dagegen hatte, vertrat weiterhin Gregor Kobel und Kevin Volland verzweifelte da mit seinen Match- und Spielkameraden. 25 Minuten gespielt, weiterhin nur die Elf von Peter Bosch. Kevin Volland hat die Übersicht. Julian Baumgartlinger bringt den Ball zu Alario und Kai Havertz völlig freistehend. Kein Abseits. Macht in der 27. Spielminute den normalerweise mit verbundenen Augen. Keine 5 Minuten mehr zu spielen im ersten Durchgang. Nochmal Leverkusen. Kai Havertz. Genialer Ball zu Julian Brandt und jetzt war der Ball drin. 5. Saisontor. Und die hochverdiente Führung viel zu spät, aber da war sie nun. Extrem wichtig, damit erstmal in die Pause zu gehen. Da sollten sie aber im zweiten Durchgang nochmal nachlegen. Ansonsten, die Augsburger sind immer für einen Treffer gut, auch wenn er aus dem Nichts fällt. Charles Arangis und dann Lucas Alario mal artistisch. Da waren gerade mal 10 Minuten knapp gespielt im zweiten Durchgang. Es zeichnete sich erstmal wieder genau das gleiche Bild ab. Leverkusen mit den Möglichkeiten, aber die Tore fehlten. Endlich mal auch die Gastgeber. André Hahn über die rechte Seite. Da ist die Flanke. Wendell verschätzt sich. Hat dann aber Glück, dass Marco Richter da ein bisschen rumstolpert und Lukas Radetzky wirft sich dann auf den Ball. Wir springen schon in die Schlussphase. Keine 10 Minuten mehr auf der Uhr. Staffiledis gegen Tah hat Glück, dass der linke Verteidiger hier den Einwurf bekommt. Dann Philipp Max mit der genialen Flanke und Gregoritsch in die Arme von Lukas Radetzky und damit auch zu den 3 Punkten am Freitagabend für Bayer Leverkusen. Ein 1:0, das viel zu niedrig ausgeht. Für Augsburg ist es sicherlich okay, den Klassenerhalt haben sie trotzdem so gut wie sicher. Schauen wir auf das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Bremen. Da ging in der 57. Spielminute der Gast aus dem hohen Norden in Führung. Milot Rashica brachte das Leder an Michael Rensing vorbei, der rauskam, aber dann keine Möglichkeit hatte mehr zu reagieren. Doch Düsseldorf zeigte Moral. 71. Minute Kevin Stöger mit dem Ausgleichstreffer. Alles erwartet, den Ball in die Mitte. Er macht es dann selber richtig frech, überwindet auch den sonst so überragenden Jiří Pavlenka. Keine Chance. Und in der Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer für die Gastgeber. Markus Suttner mit dem Kopfball setzt sich dagegen Niklas Moisander durch. Pavlenka hat Pech, kriegt den Ball an den Kopf und da prallt er ins Netz. Da war er aber machtlos. Düsseldorf gewinnt mit 2:1 gegen den SV Werder Bremen. Mainz 05 konnte ja durch das 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt bereits festmachen. Hier mussten sie in Hannover aber in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Rückstand gehen. Da war es Marvin Bakalorz, der nach Flanke von Lindenmaina den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Mit diesem 1:0 ging es dann auch in die Pause, aber Jean-Philippe Mateta glich in der 59. Minute nach einem Eckstoß per Kopfball aus. Michael Esser ohne Möglichkeit aus kurzer Distanz. Das war dann am Ende auch das Endresultat. Ein 1:1, das in Ordnung geht. Mainz und Hannover trennen sich also mit einem Remis und Hannover könnte damit jetzt schon abgestiegen sein.
Die kräftezehrenden Wochen führten sich auch hier gegen Hertha erstmal fort bei der Eintracht aus Frankfurt. Vedat Ibisevic machte in der 36. Spielminute das 1:0 für die Herthaner, die auch gegen Hannover nicht über ein 0:0 hinauskam. Für Frankfurt war es dann eine lange Zeit ein hartes Ringen, ein hartes Kämpfen. In der 79. konnten sie dann zumindest das 1:1 erzielen. Luka Jovic schiebt den Ball mit dem rechten Fuß an den Pfosten, von da ging er ins Tor, also auch hier ein 1:1. Ein Sieg würde Leipzig direkt in die Champions League bringen im nächsten Jahr. Timo Werner konnte dann in der 44. Spielminute das erlösende 1:0 gegen stark defensiv agierende Freiburger erzielen. Da war Schwolo erstmals ohne Möglichkeit. In der 63. das 2:0 durch Ibrahima Konaté, der nickt das Ding ein, setzt den Ball auf den kurzen Pfosten und Schwolo ist nicht mehr rechtzeitig unten, weil er sich möglicherweise auch etwas verspekuliert hatte. Die Entscheidung gab es dann kurz vor dem Ende, 83. Minute. Timo Werner mit dem Doppelpack, wunderbarer Schlenzer, das 3:0 gegen Freiburg, vielleicht am Ende ein Tor zu hoch. Dortmund setzt seine beeindruckende Serie fort. Jetzt nach dem 4:0 setzen sie mal wieder 3 Tore drauf im großen Derby, vielleicht dem größten Derby in Deutschland. Machte Rafael Guerreiro das 1:0 für die Schwarz-Gelben und vor der Pause sogar noch das 2:0 durch Jadon Sancho. Der BVB machte wirklich eine richtig gute Partie. Schalke hatte auch einige Nadelstiche, auch die Chancen zum Ausgleich gehabt. Die nutzten sie nicht und so mussten sie dann das spielentscheidende 3:0 in der 55. Minute durch Axel Witzel hinnehmen. Alexander Nübel ohne Möglichkeit. Der FC Schalke verkaufte sich über die 90 Minuten hinweg gesehen eigentlich gut, auch kämpferisch stark, aber Dortmund war qualitativ einfach eine Nummer zu hoch. Der VfB Stuttgart hat Weinziel beurlaubt und jetzt soll Willig das erstmal regeln bis zum Ende der Saison und am besten erstmal Tabellenplatz 16 verteidigen. Nach oben kann man sich eigentlich nicht mehr erlauben zu schauen, so wie man spielt. Aber gegen Gladbach war die Defensive zumindest erstmal etwas aufgeräumter und dann konnten sie über Nadelstiche auch nach vorne gelangen. Die Davi und Gomez mit der Riesenchance gegen Jan Sommer, das hätte es mal sein können. Aber der 16. Tabellenplatz steht eben nicht auch ganz umsonst vor dem Namen des VfB Stuttgart. Dann sitzen solche Dinger auch einfach mal nicht. Doch auch Gladbach hat ordentlich Krach in den letzten Wochen. In den letzten Monaten läuft es einfach nicht mehr rund. Zuletzt auch gegen Leipzig mit 1:2 zu Hause verloren. Der VfB witterte jetzt seine Chance. 37. Minute, der Abschluss von Castro. Aber Jan Sommer passte auf. Es ging dann mit 0:0 in die Halbzeit. Und man merkte beiden Teams an, dass es einfach nicht läuft in dieser Saison. Aber Borussia Mönchengladbach aus Stuttgarter Sicht natürlich mit absoluten Luxussorgen. Steven Zuber legt zu Donis und der komplett überhastet. Durfte heute von Anfang an ran. Für Insua in der Startelf, aber den trifft er hier auch alles andere als perfekt. Noch etwas über 20 Minuten zu spielen. Wieder der VfB. Castro zu Gonzalez und der vergibt so große Möglichkeiten. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Saison der Gastgeber. Nun endlich wieder Gladbach. Zakaria mal rüber zu Hermann. Anhand dieser Möglichkeiten kann man dann auch dieses Spiel ganz gut beschreiben. Es sollte irgendwie nicht sein, weder links noch rechts. Von Nervosität weiterhin geprägt bis in die Schlussphase. Nun nochmal die Fohlenelf. Zakaria und Hazard, der mal Neuhaus im freien Raum sieht. Hermann, Neuhaus bekommt den Ball wieder und macht das 0:1. 83. Spielminute, doch noch der Treffer für Borussia Mönchengladbach. Und die Hoffnung auf die Champions League lebt also doch noch weiter. Das war die letzte Chance der Partie und die saß. Florian Neuhaus hat sie genutzt. Ganz bitter für Stuttgart und die müssen eben ganz genau jetzt auf Nürnberg schauen.
Hoffenheim spielt aktuell die Bundesliga ziemlich her, wie sie gerade möchten, mit 5:2 gegen Schalke gewonnen, obwohl das nicht mal eine richtig überzeugende Vorstellung war. Da waren sie einfach abgebrüht. Hier gegen Wolfsburg war es erstmal an diesem Sonntagnachmittag eine relativ zähe Angelegenheit. Die erste Halbmöglichkeit ergab sich dann in der 21. Minute. Kramaric mit dem linken Fuß, aber über den Kasten. Nun auch mal der VfL Wolfsburg, der Frankfurt ziemlich dominieren konnte. Auch recht kräftetechnisch war da sicherlich der ein oder andere Einfluss dabei. Trotzdem eine gute Partie von den Wölfen am Montagabend. Hier wollten sie dann den nächsten Champions League Aspiranten ärgern. Guiavogui in der 27. Minute mit dem linken Fuß. Macht da auch gar nicht mal verkehrt. Der schiebt dann den Ball haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Ein Meter hatte wohl knapp gefehlt. Vor der Pause aber nochmal der VfL. Yannick Gerhardt, Arnold und dann Admir Mehmedi mit dem 1:0 für die Gäste. Verdiente Führung jetzt auch in der 37. Mehmedi, der in der Rückrunde wirklich richtig aufblüht, machte hier den Treffer. Und nochmal eine Möglichkeit vom Pausenpfiff. Wout Weghorst setzt den Kopfball aber nur auf das Dach des Tores. Und so ging es mit diesem 0:1 in die Pause. Hier setzt er sich gut gegen Vogt durch. Baumann schaut den Ball dann auf das Tor hinauf. Also ein 0:1 nach 45 Minuten. Hoffenheim mit einigem Potenzial nach oben. Und das sollten sie bestenfalls dann auch entfalten, wenn es am Ende was mit der Champions League werden soll. Aber für die Europa League ist dieser Dreier ebenfalls ziemlich wichtig gegen die direkte Konkurrenz. Aber 49. Minute, die nächste Möglichkeit gehörte den Wölfen und die könnten sich auf einen Punkt mit diesem Sieg an Hoffenheim ranraben. Aktuell sah es ziemlich danach aus. Hoffenheim wirkte etwas ideenlos und nicht so, wie man sie sonst in den letzten Wochen gewohnt war. 65. Minute, Brooks steckt durch zu Weghorst, Baumann mit der Parade. Starke Vorlage hier von John Anthony Brooks, der das 1:1 gegen Frankfurt erzielen konnte in der 90. Minute. Der Abschluss dann aber etwas zu schwach. Nun Hoffenheim endlich mal nach vorne, aber so richtig gefährlich wurde es nicht. Schulz ist das, die Flanke um ein Haar perfekt, aber Perwan passt auf und dann war die Szene geklärt. Viel mehr kam nicht zustande. Hoffenheim kam gegen richtig stark aufspielende Wölfe nicht mehr zum Ausgleich und müssen sich hier mit 0:1 gegen die Elf von Bruno Labbadia geschlagen geben. Der erste FC Nürnberg machte es gegen Leverkusen ebenso gut, wie es die Möglichkeiten, die Qualität hergeben, aber am Ende war es eine hochverdiente Pleite. Mit 2:0 verlor man damit etwas Glück, hätte man natürlich auch ein Remis mitnehmen können. Ein Elfmeter hätte es zum 1:1 geben können, aber das war Makulatur. Nun am Sonntagabend der FC Bayern München zu Gast und die hatten hier durch Kingsley Coman gleich mal eine Riesenchance zur Führung und da knüpften sie dann in der Anfangsphase auch wieder an. Müller legt raus, genialer Ball zu Serge Gnabry, der dreht sich einmal. Serge Gnabry macht es da ganz frech mit dem rechten Fuß, aber der Treffer sollte noch nicht her. Nürnberg auf die Defensive konzentriert. Sie wagten sich raus, aber das wurde hier dann eben auch fast postwendend bestraft. Nun der Klub. Patrick Erras hat da ein bisschen das Risiko mit in sein Spiel genommen, aber auch das Glück des tüchtigen Kiak auf Tillmann, der heute in der Startelf stand, hier dann auch im Abseits. Aber machte eine ganz gute Partie. Und das war wirklich eine haarscharfe Situation, wenn es denn überhaupt abseits war. Die Fahne ging vielleicht etwas zu früh hoch. Vor der Pause dann nochmal die Chance für Coman. So wie die erste Hälfte begann, endete sie auch. Aber Martenia hier mit der Parade. 0:0 nach 45 Minuten. Für Nürnberg gilt es eigentlich auch, jeder Dreier, der jetzt kommt, ist überlebensnotwendig. Und für Bayern natürlich die gleiche Devise, um Meister zu werden. Dann mal ein Distanzschuss von Kerk, aber Kimmich war dazwischen. 48. Minute, man konnte das den Klubberern hier gar nicht absprechen. Die mühten sich und der FC Bayern ließ sie erstmal machen, aber
Wie gesagt, der Sieg auch für die Gäste hier eigentlich unabdingbar. Misicjan mit der Flanke. Kjaer legt zurück, dann Hanno Behrens zu Erras. Löwen nochmal raus, Misicjan. Aber Alaba dazwischen und Ulreich hält den Ball ganz fest und sicher in seinen Arm. Und nun Bayern. Sie spannten einmal den Bizeps an und kamen dann über Kimmich zu Lewandowski zur Führung. 79. Minute, 22. Saisontor des Polen. Ganz geduldig, ganz abwartend spielten sie hier. Und dann muss es eben mal eine Flanke und ein Kopfballtor von Lewandowski besorgen. Müller, Gnabry nochmal zu Lewandowski und jetzt war alles klar. 84. Minute, Doppelpack, ganz spät in der Partie von Robert Lewandowski und damit die nächsten drei Punkte für den FCB auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft und für Nürnberg. Klar wird es immer enger, das wissen sie seit Wochen, seit Monaten. Sie kämpfen gut, aber stehen am Ende mal wieder mit leeren Händen da. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Stimmt oben in der Infokarte ab. Bis zum nächsten Mal und tschüss.